Hallo, mein lieber Skorpion. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Skorpione. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So, die wollte da auch noch dazu. Ja, mein Skorpion, wir starten jetzt in deine Legung und irgendetwas läuft hier aktuell nicht so wie geplant. Kann auch sein, dass hier aktuell kein Stein auf dem anderen bleibt. Kann eine natürlich auch eine sehr, sehr starke Veränderung sein, die vielleicht auch ansteht, wo du dich vielleicht auch ein Stück weit noch dagegen wehrst, vielleicht noch nicht ganz bereit bist. Das kann jetzt natürlich auch der Fall sein. Irgendetwas läuft hier auf jeden Fall nicht so wie geplant oder nicht so wie erhofft. So wie ich das aber sehe, soll das hier aufgelöst werden im Laufe der Legung. Also bleib hier auf jeden Fall dran. Was man hier auch erkennen kann, ist, dass du dich hier in einem Reifeprozess befindest. Also das ist auch sehr, sehr positiv. Und ja, irgendeine Herausforderung, können wir hier erkennen. Gepaart mit, wenn wir von außen auf dich schauen, gepaart mit einem Freiheitsdrang. Du möchtest dich befreien, du möchtest dich erleichtern. Und so wie ich das hier sehe, tust du hier auch aktiv einiges dafür. Ungeachtet dessen, was jetzt alles irgendwo in einer gewissen Unruhe ist. Ja, also irgendwo ist hier, irgendwo fehlt hier die Struktur, fehlt hier eine gewisse Ordnung, die vorher geherrscht hat. Das ist doch etwas, wovon du weißt. Ja, also das ist jetzt nichts, was irgendwo versteckt ist oder was nicht wahrgenommen wird, sondern etwas, von dem du konkret Bescheid weißt. Wie lange dieser Zustand schon ist, das kann ich jetzt hier nicht herauslesen, aber es ist aktuell ein Thema. Auf lange Sicht gesehen ist es aber einfach ein wichtiges Thema oder eine Angelegenheit, die eben einen Reifeprozess in dir auch anwirft und vorantreibt. Das bedeutet, du wirst irgendwann auf diese Phase zurücksehen und es ja, wird sich anders anfühlen, ja, und du wirst auch verstehen, wirst ja auch bestimmte Hintergrundinformationen haben, beziehungsweise die Abläufe verstehen. Ich meine, das hilft dir jetzt wahrscheinlich herzlichst wenig, aber an sich, so wie ich das hier sehe, soll das hier aber jetzt auch nicht so bleiben. Also dieser Zustand, der ist temporär, wie so ziemlich alles im Leben immer in Veränderung, und das möchte jetzt aufgelöst werden. Und das Gute daran ist, dass man hier einfach auch sieht, dass du auch motiviert bist, etwas zu tun, also dass du hier auch etwas machen möchtest. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal direkt in die Blockaden in dieser Angelegenheit, die aktuell hochgefahren sind. Du weißt, die Blockaden, die sich hier zeigen, die sind bereit aufgelöst zu werden und ja, führen hier und da zu Stillständen oder eben der ein oder anderen Verzögerung, und die holen wir uns jetzt mal ins Bewusstsein. Und da geht es auch direkt darum, da geht es um Erleichterung, da geht es um einen Neuanfang, aber an irgendetwas hältst du aktuell fest, an irgendetwas, das in der Vergangenheit liegt. Das kannst du irgendwo noch nicht so ganz loslassen. Ich glaube, das ist doch irgendetwas, was du irgendwo loslassen möchtest. Nur manchmal stehen wir uns da auch selbst ein Stück weit im Weg. Da bin ich dann auch schon gespannt auf die Lösungsimpulse vom Universum, was wir hier erfahren können, denn
Was natürlich die andere Seite dieser Karte bedeutet, ist, dass hier Erleichterung in dein Feld kommen soll. Das ist nur jetzt aktuell einfach blockiert. Dann können wir hier auch noch ja eine gewisse Schwermut wahrnehmen, ja eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Trauer, oder kann auch sein, dass du hier irgendetwas überdrüssig bist, dass hier vielleicht dauert dieser Zustand einfach schon länger, diese unruhige Phase. Vielleicht wird hier, ja, sind hier jetzt einige, vielleicht waren hier auch mehrere Ereignisse hintereinander, die nicht so, ja, nicht so angenehm waren für dich. Das kann natürlich auch sein. Schaut für mich schon danach aus, und jetzt ist hier natürlich auch ein bisschen Missmut oder eben eine gewisse negative Haltung aktuell sichtbar, die aber auch vollkommen verständlich ist. Also wenn hier mehrere Sachen in Folge aufgetreten sind, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung, da bei guter Laune zu bleiben. Aber auch das möchte sich jetzt verändern, und auch da werden wir uns dann natürlich gleich die Lösungsimpulse vom Universum ansehen. Und ich sehe hier auch, dass im Umfeld irgendetwas blockiert ist. Also hier geht es auch um auch um ein Vorankommen, um einen gewissen Fluss. Irgendetwas stellt sich hier offenbar quer bei dir. Und da würde ich jetzt vorschlagen, schauen wir gleich direkt weiter in die Lösungsimpulse vom Universum, was wir hier erfahren dürfen. Und es geht hier um Folgendes. Also das ist sehr spannend. Da soll dann auch diese Blockade gelöst werden, die du vielleicht in mehreren Verbindungen in deinem Feld spürst, dass hier irgendwie etwas nicht flüssig anfühlt. Vielleicht ist ja auch so generell eine Kommunikationsblockade spürbar für dich, und es geht hier konkret um irgendein Angebot oder eine Vereinbarung, kann natürlich auch ein Vertrag sein, der dir hier gemacht wird, wo hier irgendetwas nicht hundertprozentig stimmig ist. Das kann auch etwas ganz Kleines sein, ja. Das muss jetzt nicht zwingend etwas Großes sein. Das kann auch irgendetwas ganz Beiläufiges sein. Es geht hier auf jeden Fall darum, dass das im ersten Moment alles sehr plausibel klingt und auch sehr gut klingt, man aber schon so ein gewisses Gefühl hat, irgendwie so das Gefühl hat, irgendetwas ist hier nicht 100% stimmig. Und genau hier sollst du dann näher nachfragen. Kann natürlich auch sein, dass es sich herausstellt, dass alles für dich stimmig ist. Also diese Option besteht natürlich immer. Aber wir haben hier einfach den Hinweis, dass es sich lohnt, hier nachzufragen, denn tendenziell könnte hier irgendetwas nicht ganz zu deinen Gunsten sein, beziehungsweise für dich ein Nachteil auf längere Sicht sein. Also das ist eben schon wichtig, dass du dir das ansiehst, vor allem wenn das ein Angebot ist, das aus dem engeren Umfeld kommt. Kann natürlich auch sein, dass hier jemand nicht alle Eventualitäten zu Ende gedacht hat und hier für dich einen Nachteil gar nicht erkennt, der dann erst im Laufe der Zeit entsteht, beziehungsweise den man vorbeugen kann, wenn man hier im Vorfeld ja die Vereinbarungen klar ausformuliert oder eben die ganzen Rahmenbedingungen, so wie ich das hier sehe. Also das kann jetzt im privaten Umfeld sein, das kann aber auch im beruflichen Umfeld sein, das kann auch irgendetwas Finanzielles betreffen. Also das ist hier irgendetwas, wo man nochmal sprechen soll. Und es geht hier generell um das Gefühl der Klarheit für dich, das hier wichtig ist. Denn auch wenn hier alles stimmig ist, hast du hier für Klarheit gesorgt. Nur, wie gesagt, also ich vom Gefühl her oder so, wie sich das hier zeigt, ist hier irgendein Aspekt in dieser Sache nicht stimmig für dich. Und das soll erkannt werden und nachverhandelt werden. Und ich denke, es ist aber auch nicht schwer zu erkennen, so wie sich das hier zeigt. Dann geht es hier direkt weiter. Und das, was sich hier zeigt, ist,
dass hier offenbar einiges liegen geblieben ist, mein lieber Skorpion, das jetzt aufgearbeitet werden soll. Da sind sehr, sehr viele Aufgaben in deinem Feld zu sehen, die sich jetzt vielleicht auch angehäuft haben. Vielleicht hast du jetzt auch hattest du ein bisschen eine Auszeit über den Jahreswechsel hinweg und jetzt geht es eben darum, wieder hineinzukommen in den eigenen Alltag, und hier hat sich einiges angestaut und das sollst du jetzt Schritt für Schritt einfach ja angehen. Also ich weiß jetzt nicht, um was es hier konkret geht. Also für mich sind das hier verschiedenste Aufgaben aller Art oder Erledigungen. Können natürlich auch sein, dass du ein paar Nachrichten beantworten sollst, etc. oder auf irgendetwas, ja, oder irgendetwas erledigen. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr herausfinden können. Vielleicht bekommen wir hier noch eine zusätzliche Information. Okay, das ist anscheinend, hier geht es um einen Teufelskreis, mein lieber Skorpion, und zwar ist das eine Situation, die du bereits kennst. Das hat sich in deinem Leben schon mal ereignet und es geht jetzt eben darum, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Und das hat hier mit diesen vielen Aufgaben zu tun. Also da ist doch eine Unruhe sichtbar oder irgendwie, ja, hier soll etwas in Ordnung gebracht werden. Und das ist etwas, was du bereits kennst. Und es geht jetzt eben darum, hier bei einer Sache anzufangen, und sich dann hier einfach Schritt für Schritt durchzuarbeiten. Das ist hier ein Prozess. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das ist auch ganz normal. Aber wichtig ist, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, dass du eben anfängst. Und am besten eben mit etwas beginnst, was leicht zu erledigen ist. Und dann hast du schon eins geschafft. Und das ist hier besonders wichtig. Und das hat hier auch Auswirkungen auf später. Und das hat hier vor allem auch positive Auswirkungen auf den weiteren Verlauf deines Lebens, so wie sich das hier zeigt. Wenn wir hier weiterschauen, ja, kündigt sich hier noch etwas an, und es geht hier um einen Zustand der Erschöpfung oder eine beginnende Erschöpfung. Und ich denke, es geht hier sehr stark um ein zu viel Nachdenken über eine Sache, also ein gewisses Grübeln, kann man hier erkennen. Und es geht hier bei diesem Grübeln um eine innere Unruhe, also irgendetwas beunruhigt dich. Das ist etwas, wovon du auch weißt, also es ist jetzt nichts, wonach du suchen musst. Wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann weißt du vermutlich sofort, was das hier ist. Da holen wir uns jetzt auch noch eine Information ein. Okay, und das soll abgeschlossen werden und das sollst du hinter dir lassen. Dann kann es auch sehr gut sein, dass du dir das ganz bewusst machen sollst, denn diese Sache belastet dich offenbar schon länger und diese Sache soll abgeschlossen werden. Okay, und daran hältst du fest. Und weil du daran festhältst, kann hier keine Erleichterung in dein Feld kommen. Das macht auch irgendwo Sinn und das führt eben auch dazu, dass dir hier die Energie auszugehen droht. Wie gesagt, das ist hier erst am Anfang. Das ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber es geht hier eben darum, was auch immer das hier ist, dass du das loslässt. Vielleicht beginnt ja auch jetzt ein neuer Lebensabschnitt und es geht auch darum, dass du für dich auch merkst, dass was auch immer das hier ist, dass das jetzt zu Ende ist, dass das jetzt wirklich vorbei ist und du das hinter dir lassen kannst. Also das kann ich jetzt hierzu sagen. Für mich ist es ein bisschen kryptisch, aber ich nehme an, dass du vermutlich ganz genau weißt, worum es hier geht. Und hier geht es eben, wie gesagt, mehr um ein Loslassen und mehr um diese ganzen Dinge abarbeiten. Also ich habe das Gefühl, dass das hier irgendwie alles sehr stark ineinander greift und hier einfach etwas ist, dem du dich jetzt einfach stellen sollst. Und das lohnt sich auf jeden Fall.
Schauen wir jetzt mal in die Tendenz, also was ja höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommt. Und da geht es jetzt eben, also ich fange jetzt mal unten an, da geht es jetzt nochmal um dieses Angebot, Verpflichtung, Vereinbarung, also irgendetwas mit einer Person aus deinem Umfeld, egal ob jetzt beruflich oder privat. Und hier wird es noch einmal verdeutlicht, dass du dieses Angebot oder diese Vereinbarung prüfen sollst. Also irgendetwas ist hier für dich nicht stimmig und das kann man eben ausfindig machen. Und dann geht es eben entweder darum, dass man nachverhandelt oder dass du dann eben sagst, dann nein, danke. Also das ist hier, also viel mehr Optionen, denke ich, bieten sich hier nicht. Wichtig ist, dass du hier nochmal genau hinsiehst und eben auch nachfragst. Hier, und das ist besonders wichtig. Wenn du hier näher nachfragst, dann sollte sich das relativ rasch offenbaren, was hier nicht stimmig ist. Egal, ob das absichtlich ist oder unabsichtlich. Also das ist hier auch nicht Thema, sondern mehr, dass es erkannt wird, wo hier die Unstimmigkeit eben ist. Und vor allem, wenn das eine Person ist, mit der du eben in engen Kontakt bist, beugt das dann auch natürlich gewissen Reibereien vor, weil man hier etwas einfach geklärt hat. Vielleicht ist es auch ein bisschen unangenehm, diese Thematik anzusprechen. Vielleicht geht es hier auch ein bisschen um eine Art Tabuthema, aber dem solltest du dich auf jeden Fall stellen. Also das bekomme ich hier rein. Du kannst hier dann nur für dich gewinnen, wenn du das für dich hier einfach aufklärst. Und du hast hier irgendein seltsames Gefühl. Also es lohnt sich schon, hier nachzufragen. Schauen wir jetzt mal weiter, was diesen Teufelskreis betrifft, aus dem du eben ausbrechen sollst. Also diese Situation, die du bereits kennst, wo hier schon einiges zusammengekommen ist. Und hier kann ich dir sagen, dass hier relativ rasch laut Tendenz, also die höchste Wahrscheinlichkeit, dass hier Hilfe auf dich zukommen soll, wenn du hier beginnst, dich all diesen Themen hier zu stellen oder diesen Aufgaben, diesen Dingen, die abgearbeitet werden möchten. Das ist hier alles relativ viel und ich habe das Gefühl, du hast einfach den Überblick verloren, was jedem einmal passieren kann. Und wie gesagt, hier hast du die Chance auszubrechen, eben dass es gar nicht mehr so weit kommen kann in der Zukunft. Und wenn du hier eben startest, kündigt sich hier Unterstützung an. Eine Person, der du vertrauen kannst, vermutlich eine Person, die du bereits kennst oder jemand, mit dem du dich dann sehr gut verstehen könntest. Ich sehe das hier eher mehr auf der freundschaftlichen Ebene, aber kann natürlich auch etwas im Bereich der Liebe sein, ja, aber vom Gefühl her tendiere ich hier mehr dazu, dass es hier um Freundschaft geht oder vielleicht auch jemand, wenn sie um ganz spezielle Themen geht, jemand, der hier vielleicht auch auf einem bestimmten Gebiet ausgebildet ist und dir dann eben auch helfen kann. Männlich oder weiblich, das kann ich nicht herauslesen. Das sehe ich wie immer geschlechtsneutral und du brauchst hier eben, wie gesagt, keine Angst davor haben. Hier geht es darum, dass du dich stellst und du wirst offenbar Unterstützung bekommen. Also so sieht man das hier. Aber es geht hier einfach um diesen Schritt und diese Überwindung, dass du hier drüber gehst. Und es geht dann auch darum, dass hier einfach deine Stimmung, ja, dass sich die dann auch wieder anheben soll. Du bist hier nicht allein, so wie ich das hier sehe. Und dann haben wir hier noch eine Tendenz und es geht hier zum einen darum, dass du bist hier kurz vor einer positiven Veränderung oder vor einem positiven Aufschwung sozusagen. Und es geht jetzt eben auch darum, dass du diese Angelegenheit für dich abschließt beziehungsweise für dich auch annimmst, dass was auch immer das hier war, was in dir solche Unruhe auslöst, dass das vorbei ist. Denn irgendwo hältst du es noch fest und hältst es dann auch hier in deinem Feld, auch wenn es vielleicht so gesehen gar nicht mehr da ist und es auch aktuell keine Anzeichen gibt, dass das hier wieder irgendetwas auslösen könnte. Es geht mir darum, dass du von deiner Haltung her auch annimmst, das ist jetzt
vorbei, das gehört in die Vergangenheit und da dreht sich dann relativ schnell ja, da dreht sich relativ schnell der Wind zu deinen Gunsten und hier kann man einfach erkennen, dass es hier aufwärts geht. Es ist einiges zu tun, aber das kannst du dann auch sehr gut stemmen, so wie ich das hier sehe. Also kann auch sein, dass du hier vielleicht irgendein Vorhaben umsetzt, kann auch hier um eine Selbstständigkeit gehen, muss aber nicht. Also es kann hier auch etwas ganz anderes sein. Es ist hier einfach in dieser Angelegenheit recht viel zu tun, aber es wird für dich jetzt nicht, es wird sich für dich nicht ja, wie eine Belastung anfühlen, so wie ich das sehe, sondern wird dir dann auch relativ leicht von der Hand gehen, mein lieber Skorpion. Wichtig ist, wie gesagt, du hast es hier in der Hand, mach das auch in deinem Tempo. Hier soll etwas losgelassen werden, kann auch sein, dass du das gut loslassen kannst, das möchte ich jetzt auch noch sagen, wenn du dich hier diesen Aufgaben stellst, dass sich das hier Stück für Stück auflöst und du hier dann wirklich einen guten Überblick hast. Es kann auch sein, dass diese vielen Aufgaben hier dafür sorgen, dass du hier den Überblick vielleicht auch ein Stück weit verloren hast und hier ja und hier einfach bestimmte Dinge an einen Platz gerückt werden sollen und dann kannst du hier für dich alles ganz gut erkennen. Wie gesagt, Unterstützung soll hier auf jeden Fall an deine Seite kommen. Ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.